CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. So steht es im Artikel 14 des Grundgesetzes. Seit 1990 verfolge ich als Wiedereinrichter eines ostdeutschen Landwirtschaftsbetriebs, wie sehr nach dem Mauerfall dieses Grundrecht in den 5 neuen Bundesländern strapaziert wurde. Enteignung und Zwangskollektivierung in der Zeit des Sozialismus haben den ostdeutschen Bauernstand nahezu ruiniert. Ein Faktum, wissenschaftlich belegt und vielfach beschrieben. Doch weniger bekannt ist die Tatsache, dass Funktionäre und Lobbyisten der ostdeutschen Agrarbetriebe in den Nachwendejahren nichts unversucht ließen, eine Wiederbelebung bäuerlich geführter Betriebe und Rückführungen von Flächen an Enteignete zu verhindern. Die ehemaligen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften nutzten die Gunst der Stunde und formierten sich mit Hilfe des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes neu. Nur wenige behielten den Genossenschaftsstatus. Die meisten firmierten um in juristische Personen. Und wie wir heute wissen, wurde im Zuge dieser Umwandlung vielen ehemaligen Genossen ihre Ansprüche mehr oder weniger entzogen. Es sind die sozialistischen Agrarstrukturen, Frau Dr. Tackmann, die den Konzentrationsprozess in der ostdeutschen Landwirtschaft bereitet haben. Die umgewandelten Gesellschaften sind es, die den außerlandwirtschaftlichen Investoren als Einstieg in die Urproduktion dienen. Mit Blick auf diese geschichtliche Entwicklung möchte ich feststellen, dass die Verbindung von Besitz, Tradition und Unternehmertum im Sinne des Artikel 14 des Grundgesetzes Absatz 1 und 2 Eckpfeiler unseres wirtschaftlichen Wohlstands in Deutschland sind. Deshalb warne ich vor einer staatlichen Reglementierung des Bodenmarkts. Und nun zu Ihrem Antrag und dem weiteren Umgang mit der BVVG. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Bodenmarkt hat in ihrem Abschlussbericht festgestellt, dass die BVVG mit ihrem stetig sinkenden Flächenbestand kaum noch Einfluss auf agrarstrukturelle Entwicklungen nehmen kann. 187.000 Hektar Äcker und Wiesen befinden sich noch im Eigentum der BVVG. Gerade einmal rund 3,5% der ostdeutschen landwirtschaftlichen Nutzfläche. Zudem kommt, dass diese Flächen mittlerweile lang und mittelfristig verpachtet sind. Natürlich können Ausschreibungen eine preistreibende Wirkung haben. Wir sollten jedoch Ursache und Wirkung genauer differenzieren. Ich denke, dass der zweifelsohne sprunghafte Preisanstieg auf dem Pacht- und Bodenmarkt im Wesentlichen eine Folge fehlender Anlagealternativen ist. Die Kapitalzinsen sind ins Bodenlose gefallen und im Ost-West-Vergleich sind landwirtschaftliche Flächen in Ostdeutschland nach wie vor sehr günstig zu haben. Sie haben von 54% Steigerungen gesprochen. Wir liegen aber noch im Preis der ostdeutschen landwirtschaftlichen Nutzfläche halb so hoch wie in Westdeutschland. Um der BVVG eine stärkere agrarstrukturelle Möglichkeit zu geben und ihnen auch einen Fokus einzuräumen, haben wir bei den Privatisierungsgrundsätzen bereits nachgebessert und zum Beispiel die Losgröße reduziert. In einer Lebensverlängerung der BVVG über das Jahr 2025 hinaus sehe ich jedenfalls keinen gesellschaftlichen Mehrwert. Ganz im Gegenteil. Das Dilemma der BVVG bleibt bestehen. Sie steht zwischen Baum und Borke. Auf der einen Seite gibt es den Druck des Finanzministers und die Notwendigkeit, nicht gegen Wettbewerbs- und Haushaltsrecht zu verstoßen. Auf der anderen Seite soll die Flächenprivatisierung nach § 1 des Treuhandgesetzes auch ökologischen und strukturellen Gegebenheiten Rechnung tragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist die Quadratur des Kreises. Das führt dazu, dass von allen Seiten auf den Sack eingedroschen wird, wo man doch eigentlich den Esel meint. Auch eine Übertragung der BVVG-Flächen auf die Bundesländer ist aus meiner Sicht sinnlose Kompetenzverschiebung. Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern planen, die verbleibenden BVVG-Flächen zu erwerben. Wenn ich höre, dass zum Beispiel die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt bei entsprechenden Losen einen ähnlichen Verkaufspreis erzielt wie die BVVG, sehe ich mich bestätigt, dass wir es in erster Linie mit marktwirtschaftlichen Anpassungsprozessen zu tun haben und nicht mit einer gezielten Preistreiberei der BVVG. Lassen Sie mich noch kurz
zu einem weiteren Punkt Ihres Antrags kommen. Sie fordern die Einführung einer Vermögenssteuer auf hohe Vermögen. Mal davon abgesehen, dass Vermögen aus bereits versteuerten Einnahmen gewachsen sind, kann ich Ihnen garantieren, dass sich das mobile Privatvermögen alsbald vor dem Zugriff des Staates retten wird. Betroffen werden am Ende die immobilen Vermögensgegenstände sein, allen voran der deutschen Bauern, denn deren Kapital ist in ihrer Produktionsgrundlage Boden, Maschinen, Arbeit und Vieh gebunden. Dass man mit den Forderungen auch zu weit gehen kann, konnten Sie kürzlich bei unseren französischen Nachbarn beobachten. Dort haben die Sozialisten die Reichensteuer klammheimlich auslaufen lassen. Die Einnahmen blieben nämlich deutlich hinter den Erwartungen zurück, ganz zu schweigen vom immensen Imageschaden. Meine Damen und Herren, meiner Ansicht nach ist es geradezu aberwitzig, mit einem Griff in die Substanz der Betriebe Strukturpolitik betreiben zu wollen. Als Landwirt sage ich Ihnen, wer Kühe melken möchte, muss sie ordentlich füttern und nicht schlachten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster Redner hat der Kollege Friedrich Ostendorf von Bündnis 90 die